I'm born, I'm bred, I'm changing my direction instead. My heart, my head, my reasoning is complicated. Every little symbol, every little sign tells me something different every single time. I can tell a secret, not for me to know. Give me what I need and I will let it go. Tells me something different every single time. I can tell a secret, not for me to know. Give me what I need and go!
Zeit öffne ich die Musik aus. Ein wunderschönen guten Abend, guten Nachmittag alle zusammen und herzlich willkommen zum heutigen Livestream. So, ich bin ein paar Minuten eher da, weil ich euch was sagen möchte. Ich habe mir schon nochmal hingesetzt, heute Morgen, die Kerteliste. Es gibt ja hier die zweite Liga. Wo habe ich die Liste? Von der zweiten Liga. Wo habe ich die Liste jetzt? Da. So, ich habe hier drei Listen. Das ist es. 14 Vereine der zweiten Liga. Dann habe ich mir 7 Oberliga-Vereine und 7 Süd-Oberliga-Vereine rausgesucht, dass es auch 14 gibt. Jetzt habe ich aber mir überlegt, die ganzen Förderlizenzen, wie Grimmitschau mit Leipzig, Freiburg mit Stuttgart, Kassel mit Hamm, Kaufbeuren mit Füssen, Krefeld mit Essen eigentlich, aber da habe ich Tilburg genommen, Landshut mit Passau, Weißwasser mit Saale, da die Weißwasser hatte keinen, Regensburg mit Lindau, Rosenheim hat eigentlich mit Memmingen werde ich aber erstellen, Peiting hat keinen, deswegen Rosenheim und Selb mit Höchstadt. Ich werde also jetzt so machen, dass ich die Vereine so mit den Förderlizenzen ausstattet, dass es doch eine Oberliga Süd gibt und eine Oberliga Nord gibt. Nur, dass ihr das schon mal wisst. So, wir gehen rein in NHL. Ich habe schon ein bisschen was Offstream gemacht. Sekunde, Leute. Sekunde, ich habe die Kapitel gerade nicht gestartet. Ich habe schon ein bisschen was Offstream gemacht, tatsächlich. Ich habe nämlich die Hannover Scorpions schon erstellt. Die sind schon fertig, die Hannover Scorpions. Also Hannover ist schon fertig. Bad Nauheim machen wir jetzt fertig. Da bearbeiten wir jetzt erstmal die Torhüter. Und ja. On-Stream werde ich die DL2 machen. Off-Stream werde ich die Oberliga machen. Sag ich es mal so. Profis bearbeiten wollte ich. Da. So. Warte, ich muss einfach hier mein Fernseh-Intro aufschalten. Sonst höre ich doppelt und das ist blöd. So. Goalies. Wir haben Jerry. Cool. Wie gesagt, ich kann auch heute eher auf den Chat eingehen und alles. So. Ich werde auch heute Abend nochmal um 20 Uhr nochmal live kommen. Ich werde jetzt bis 17 Uhr hier sitzen, also 2 Stündchen. Und dann heute Abend nochmal. Jerry Kuhn ist schon mal fertig. Jerry Kuhn. Wie gesagt, ich mach die Spieler originalgetreu. So, Niklas Lunemann ist der nächste auf der Liste. Ich kann es verstehen, wenn es euch zu langweilig wird. Aber es gehört zum Spiel dazu, weil, wie gesagt, ich bin Fan der zweiten Liga.
Wie gesagt, die Oberliga gehört dazu wegen Auf- und Abstieg. DDL 2 für mich auch. Ich werde natürlich auch eine Saison mit Düsseldorfer spielen. So. Aber da warte ich noch, bis das Trikot-Update da ist. Es gibt einen Oberliga-Verein, den ich on-stream erstellen werde. Den werde ich hier direkt nach Bad Nauheim erstellen. Das wird tatsächlich sein, die Rostock Piranhas. So, Niklas Lunemann. Ich werde auch so alte Vereine wieder ins Leben rufen, habe ich mir so überlegt. Wie die Hamburg Freezers, wie die Revierlöwen Oberhausen. Die kennt ihr ja gar nicht. Solche Vereine wird es geben bei mir. Die Hamburg Freezers, Revierlöwen Oberhausen. Haben auch mal DL gespielt. Deswegen kommen die auch in das Spiel rein. Damit kommt der letzte Torwart. Wie gesagt, die DL2 wird komplett geben. Wie gesagt, ich bin schon mal froh, dass ich einen Oberliga-Verein habe, das sind ja noch Scorpions. So, damit haben wir jetzt schon mal die Torhüter fertig. Von Bad Nauheim. Sehr schön. So. Jetzt nur die Bilder von den Spielern. So, jetzt brauche ich auch mein Handy. So, DL2, Clubs, EZ Bad Nauheim, Kader. So, der erste Spieler haben wir schon mal. Das ist Bob. So, mehr. Jetzt gehen wir wieder auf Erstellen, Profis erstellen. Oh, er ist gedraftet. Okay. Müssen wir aufpassen. Und noch mehr gedraftete. Gold. Nein, haben wir nicht.
Ist Bowles der einzige? Bode? Nee, Wild. Rechtsverteidiger. Trikot Nummer 4. So. Und der ist gedraftet von New York Islanders im Jahre 2008. Warte. Das ist das Geburtsjahr ändern. Geboren ist der Mann 2000. Okay. Drafted 2018. 24. Januar. So. In Montreal geboren. Ich kann ja auch mal die Mannschaft so ein bisschen kennen. Montreal geboren. Und deutsche Staatsbürger. So, Aussehen kommt jetzt. So, damit haben wir den ersten Verteidiger. Der nächste Verteidiger, Gerrit Bruden. Herzlich willkommen zurück in Bad Nauheim. Ich schaff die Creme da unten. Name Bruden. Bruden. Den Namen wird es wohl auch nicht geben. Ich hole mir jetzt gleich noch ein Energy, Leute. Ich hab Bock auf Energy gleich. Ich will den Standardnamen haben, ey. Wie gesagt, heute machen wir die zweite Liga im Stream. Also ich versuche, dass ich sie heute fertig kriege.
Wird schwer, weil pro Mannschaft 2 Stunden könnt ihr einplanen. Deswegen, ich will heute Bad Nauheim definitiv fertig machen. Hey. Hat die Trikotnummer 15. Spielt Rechtsverteidiger. So, dann ist Schusshand auch rechts. Gehe ich mal stark davon aus. Größe 1,85, passt 86 Kilo. Siebzehnter 12.98 in Frankfurt. Halt, deutsche Staatsbürger. Ach sowas. Deutscher Staatsbürger natürlich. Gerald Bruden, die Frisur passt schon fast. Hat aber noch einen Bart dazu. Will ich mal zu mir. So. Gerald Bruden. Damit haben wir den nächsten Spieler. So, der nächste ist Jack Kölsch. Okay. Wie gesagt, ich habe mich ja vorhin, ich sitze ja schon seit heute Morgen hier und mache die Mannschaften. Hab mal vorhin eine Stunde Pause gemacht, mehr habe ich gar nicht gemacht. Sonst nur durchgezogen. Standard. So, jetzt haben der die Nummer 16. Und spielt linker Verteidiger. 1, wie groß ist er? 1,88 und 87 Kilo. Geboren 2005. Februar 10. 2.
Auch in Frankfurt. Und deutsche Staatsbürger. Der nächste ist Patrick Seifert. Feldspieler. Dieser Patrick Seifert ist der nächste. Patrick Seifert. Welche Position spielt er? Linker Verteidiger. Trikot Nummer 20. Ich nehme jetzt erstmal das Aussehen an von Patrick Seifert. Und das ist einfach. So. Patrick Seifert. So. F1 81 85 Kilo. '90 geboren, im April, am 22. und ist geboren in Augsburg. Und deutsche Staatsbürger, so, Deutschland. So, damit haben wir Patrick Seifert. So, jetzt kommt er. Marius Erk. Will jemand mal sagen, warum ich so müde werde? Das ist eher älter jetzt. So.
Liegt doch noch mein Arm. Ich hab hier irgendwas gestochen. Hundertdreiundzwanzig Tore hat Doug Murray insgesamt geschossen. Warte. Jetzt muss ich gucken, welche Position er spielt. Linker Verteidiger. Er hat die Trikotnummer 23, das passt. 1,91. Ne, 1,81, Entschuldigung. Und 83 Kilo. So. Geboren ist er am 23. Der hat einen Tag nach mir Geburtstag. Ich bin einen Tag älter, ein Jahr und einen Tag älter als er. Tatsächlich. Lol. In Frankfurt. So, der nächste ist. Wir haben noch drei Stück. Mehr haben wir gar nicht. Dann sind wir schon mit der Verteidigung durch. Ich habe auch kein Bild, wie der Spieler jetzt aussieht. Deswegen lasse ich den so, wie er ist. Jetzt auch nicht googeln, nee. Vielleicht finde ich ja irgendwann mal ein Bild von ein Bild. Da kann ich es immer noch ändern. Philipp B. Du. Ich sag ja, Leute, es ist nicht leicht. Es ist wirklich viel Arbeit, das jetzt so hinzubekommen. So, Philipp, den Namen gibt's. Trikot Nummer 24. Links. Rechtsverteidiger. Kann man auch so einstellen. Dann 83. 73 Kilo.
2003 geboren. Im Mai. Am 22. Dann geht's weiter in Ingolstadt. Also in Kempten, aber in Kempten ist bei Ingolstadt da unten. Und dann in Deutschland. So, Philipp Bidul. Herzlich willkommen im Team. So. Jetzt habe ich noch zwei. Er spielt für die Kölner Haie auch, aber wie gesagt, ich habe es ja gestern schon mal erwähnt gehabt. Ich hole die Kölner Haie-Spieler nicht. Wenn da einer irgendwie Transfer, dann ist ja das Spiel verbacken, da habe ich keinen Bock drauf. So existieren sie dann halt doppelt. Ist mir dann auch mal egal. Bin ich auch mal ehrlich, ist mir dann auch mal egal. So, ich stelle den so hin. Drop. Trottmann. Ja, komm, so nein. So, ich lasse es hier. Komm. Komm jetzt, oh, das ist auch so ewig lang dauert, ne? Bin ich bei dem Standard? Position Rechtsverteidiger. So. Trikot Nummer 55. Wie groß ist er? 1,78. 83 Kilo. 2005. Oktober.
5. Dann in Köln. Deutsche Staatsbürger. So. So, Troppmann, herzlich willkommen. So, der letzte Verteidiger in unsere Reihen. So, Christoph Fischer, auch Rechtsverteidiger, Trikot Nummer 58, dem habe ich letztens auch ein Selfie gemacht, Schusshand rechts dann wahrscheinlich, gehe ich mal stark davon aus. Geboren 1981 groß, meine ich, 85 Kilo. In Mannheim. Er hat viele Jahre in Heilbronn gespielt. So. Da ist Christoph Fischer. So. Jetzt haben wir schon mal unsere Verteidigung. Unsere Verteidigung ist da sehr nice. Nee. Ich weiß erstmal alle Verteidiger raus, die mir haben.
fleckt ziemlich, habe ich das Gefühl. So, jetzt haben wir 8 Verteidiger. Krass. So, speichern. Jetzt geht's mit dem Sturm weiter. Tim. So, Leute. Aber ich hole mir jetzt erstmal Energy. Ich habe jetzt mir überlegt, ich mache die Vereine heute Abend fertig. Habe ich mir gerade so überlegt. Ich werde jetzt ein Spiel machen. Um nochmal euch das Gameplay zu zeigen. Ich nehme jetzt mal die Hannover Scorpions gegen Bad Nauheim. Zum Beispiel. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal das Gameplay. Dann hören wir uns heute Abend um 20 Uhr wieder. Versprochen. Und ich werde die Mannschaften nachher offstream weitermachen. Weil das interessiert ja wahrscheinlich auch keinen. So, jetzt spielen wir mal gegen Bad Nauheim. Fischer. Gesagt, Leute. Rice takes it inside his own end. Right through center into the offensive zone. And he denied him there. Oh, look! Oh, what a collision into the boards. Some players get into the game by physically engaging early. There's a fine line there, but that was executed perfectly. Oh, look at this. Sets the pass in front. Picked off in front. Oder wollt ihr? Nee. Lots of hockey left to be played in this. Leute, wir machen das anders da. Wir hören uns. Ich mache nachher die Vereine fertig und danach komme ich live, okay? Sobald die Vereine fertig sind, komme ich live. Also, machen wir das so. Bis nachher. 20 Uhr, Leute. Einschalten. Ciao.